Willkommen zur Polargeografie. Das heutige Thema wird Permafrost sein. Auch mein Spezialthema und mein Lieblingsthema. Aber warum ist Permafrost für uns alle von Bedeutung? Globale Bedeutung. Dazu zeige ich zunächst einmal eine Abbildung, die die Kohlenstoffspeicherung in unterschiedlichen Komponenten zeigt. Kohlenstoff wird gespeichert in Böden und Vegetation. Also die Zahlen sind hier in Gigatonnen gezeigt. Eine Gigatonne sind 1 Million Tonnen. Und Böden und Vegetation haben den Hauptteil an diesem Kohlenstoffspeicher. Als zweites Element, welches sehr viel Kohlenstoff speichern kann, wird gleich Permafrost genannt. Und das liegt daran, dass Permafrost über sehr lange Zeiten in Pleistozän zum Beispiel Kohlenstoff eingelagert hat. Und das besprechen wir in einer anderen Vorlesung. Aber wir sehen hier im Vergleich dieser Komponenten, dass Permafrost diesen immensen Kohlenstoffspeicher hat. Atmosphäre ungefähr 839 Gigatonnen, das heißt, Permafrost hat ungefähr zweimal so viel Kohlenstoffspeicher, wie in der Atmosphäre gespeichert ist. Das ist die Bedeutung von Permafrost, denn was passiert, wenn wir diesen Permafrost auftauen? Dann wird dieser Kohlenstoff nämlich frei und wird global für uns von Bedeutung. Hier ist ein schematisches Bild gezeigt, welches einen Feedback-Prozess wieder zeigt. Wir haben hier den Permafrost, der sehr viel Kohlenstoff speichert. Wenn dieser Permafrost jetzt taut, das heißt, dieses Kohlenstoff wird freigesetzt, dann haben wir potenziell CO2-Erhöhung, kann auch Methan sein. Dies wiederum wird in die Atmosphäre freigesetzt, global freigesetzt. Das heißt, es führt zu einer Oberflächentemperaturerhöhung. Dies wiederum kann dazu führen, dass der Permafrost noch tiefer auftaut und so weiter. Also hier hätten wir einen Feedback-Loop, ähnlich wie dieser Albedo-Feedback, der ablaufen kann, wenn wir diesen Prozess anstoßen. Es gibt aber sehr viele offene Fragestellungen hier. Zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn ich weniger Schnee oben auflage oder mehr Schnee? Dann ist nämlich dieses System nicht mehr so simpel. Beziehungsweise, was passiert, wenn die Vegetation sich ändert? Kann ja sein, dass die Vegetation dann mehr CO2 aufnimmt. Das genau sind Forschungsfragen, mit denen wir uns beschäftigen. Zunächst aber erstmal die Definition von Permafrost. Permafrost ist definiert rein basierend auf Temperaturen. Und zwar die Temperatur muss für mindestens 2 Jahre unter 0 Grad sein. Und dann ist erstmal egal im Untergrund, was dieses Medium ist. Das kann also sein, dass es Gestein ist, es kann sein, dass es ein Boden ist, es kann aber auch sein, dass es ein super gekühltes Medium ist. Es ist eine reine temperaturbasierte Definition. Dann habe ich schon gerade gesagt, wenn wir zum Beispiel ein Medium haben, was hochsalin ist, dann kann das auch unter 0 Grad sein, ist aber per Definition Permafrost. Das heißt, es gibt mir nicht unbedingt Auskunft über den Zustand. Also es gibt auch Permafrost, der unter 0 Grad ist, aber nicht gefroren ist. Das ist jetzt das ist wichtig zu verstehen. Wo liegt er vor? Hauptsächlich natürlich in der Arktis, aber es gibt auch alpinen Permafrost. Überall dort, wo die Konditionen es erlauben, dazu komme ich gleich noch. Der Permafrost kann einige Zentimeter tief sein, kann aber auch mehrere hundert Meter tief sein. Wie schon erwähnt, Temperatur ist das, worüber Permafrost definiert wird. Da möchte ich folgenden kurz ein Beispiel zeigen, wie Temperatur gemessen wurde. Dies ist ein Beispiel aus Alaska. Alaska hat ja die Geschichte der Erdölindustrie. Dort wurden also sehr viele tiefe Brunnen gebaut für die Erdölexploration, welches jetzt durch die Wissenschaftler genutzt wird, indem sie dort Sonden reinhängen, Temperatursonden. Also dieses Gebiet hier in Nordalaska wurde von der Erdölindustrie untersucht. Dies ist jetzt so einer der Brunnen, die Wissenschaftler instrumentiert haben, um Temperatursonden einzuhängen und dann über die Tiefe verteilt Temperaturen zu messen. Wie sieht so ein Temperaturprofil dann aus? Und was sind die Begriffe, die wichtig sind? Also zum einen kann der Permafrost hier wenige Zentimeter bis zu mehreren hundert Meter tief sein. Die Temperaturkurve hier gezeigt ist, das ist die Temperaturkurve im Winter und die Temperaturkurve im Sommer.
die an der Oberfläche über 0 Grad wird. Das heißt, hier taut der Boden oberflächlich auf und dies nennt sich auch die saisonale Auftauschschicht oder auf Active Layer auf Englisch. Das ist diese Zone hier. Diese Auftauschschicht typischerweise gefriert wieder im Winter. Sieht man hier auch, da ist das Winterprofil zu sehen, also alle Temperaturen sind hier unter 0. Dann gibt es hier unterhalb der Active Layer gibt es den Permafrost Table, beginnt der Permafrost Table und darunter erstreckt sich die Permafrostzone. Und das Temperatur hier Profil zeigt sich, geht wieder über 0, wenn wir den geothermischen Gradienten haben, der hier unten entgegenwirkt und dementsprechend hier wieder Temperaturen über 0 Grad erzeugt. Das heißt, von hier bis hier oben habe ich kontinuierlich Temperaturen unter 0 Grad für mindestens 2 Jahre. Das ist die Definition von Permafrost. Die Tiefe, Depth of Zero Annual Amplitude, das heißt das Null-Amplitudenniveau auf Deutsch, ist hier. Hier finden sich im Jahresmittel finden hier Schwankungen von weniger als 0,1 Grad statt, per Definition. Gezeigt ist hier die Permafrost-Verbreitungskarte in der nördlichen Hemisphäre. Man kann hier schon von den Farben sehen, dass ein großer Teil der nördlichen Hemisphäre einfach von Permafrost geprägt ist. Ungefähr 24% der nördlichen Hemisphäre nämlich. Und einige Teile, zum Beispiel von Russland, sind komplett, also haben, oder Sibirien sind komplett vom Permafrost unterlegen. Kanada, Alaska, riesige Bereiche spielen eine Rolle. Hier spielt Permafrost eine Rolle. Also allgemein kann man sagen, dass Permafrost abhängig von vom Breitengrad und auch von der Höhenlage. Und aber auch die Verbreitung ist nicht immer ganz linear. Es gibt natürlich auch Gebiete in den höheren Lagen, hier die Gebirgsrücken, beziehungsweise auch hier, wo wir höheren isolierte Permafrostinseln haben. Prinzipiell unterscheiden wir zwischen kontinuierlichen, diskontinuierlichen und sporadischen Permafrost. Und hier wird differenziert rein aufgrund der prozentualen Anteile. 90-100% kontinuierlich, diskontinuierlich zwischen 50-90% und sporadisch zwischen 10-50%. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Fläche, wie groß ist das ungefähr? Wie schon erwähnt, es hat eine große Bedeutung auf der Nordhemisphäre. Wie oft könnte ich diese ganze Permafrostfläche in Deutschland reinquetschen? Die Berechnung habe ich mal kurz gemacht. Das ist ungefähr mit der Fläche von Deutschland, die wir ausgingen, würde Deutschland ungefähr 66 Mal in diese Permafrostfläche auf der Nordhemisphäre passen. Also nochmal zusammengefasst, es ist ein riesiger Anteil der Fläche in der Nordhemisphäre, der von Permafrost unterlegen ist. Und jetzt möchte ich zu einem besonders bedeutsamen Punkt kommen, hier in Zentraljakutien, wo wir den mächtigsten Permafrost vorfinden. Hier ist der Permafrost nämlich ungefähr 1600 Meter tief, eines der Zonen, wo der tiefste Permafrost vorliegt. Das ist in Zentraljakutien. Und dieser Permafrost, ja, ist mehrere hundert bis zu tausende Meter tief in diesem Gebiet hier am Olenok. Hier ist das Lena-Delta. Hier ist auch eine unserer Forschungsstationen. Und genau hier haben russische Forscher den mächtigsten Permafrost entdeckt. Und der ist bis zu 1500 Meter tief. Prinzipiell auf der Nordhemisphäre, Jakutien, ist der Permafrost mit der höchsten Mächtigkeit. Das ist ein extremer Permafrostbereich. Jetzt gehe ich noch in andere, eher exotische Permafrostbereiche, wo wir global Permafrost finden. Zum Beispiel finden wir ihn auch in diesem Gebiet. Also hier ein Beispiel aus Afrika, wo wir einen in den höheren Lagen gelegenen Permafrost vorfinden. Hier sehen wir jetzt gleich die Vergrößerung und per Definition haben wir hier Permafrost vorliegen. Mitten in Afrika, in einem tropischen Gebiet. Weitere exotische Gebiete, Hawaii. Also auch hier finden wir Permafrost. Das sieht man unter anderem auch an diesen Frostmustern. Auf die werde ich später nochmal eingehen. Aber auch hier auf Hawaii, in den eher höheren Lagen, finden wir Permafrost. Und weiterhin natürlich in Europa.
finden wir auch in den hochalpinen Gegenden, finden wir auch Permafrost. Und hier gab es auch schon zum Teil Unfälle, wo gerade hier am Matterhorn teilweise durch Auftauen oder Erwärmung haben sich Blöcke gelöst und haben daraufhin haben Instabilitäten erzeugt. Und Mount Cook auch auf der Südhemisphäre ebenfalls ein Beispiel für einen exotischen Permafrost. Dann das tibetische Plateau, also eine höhere Lage, die aber auch mit Permafrost unterlegen ist. Hier wurde dann in 2002 wurde diese Straße gebaut für den Hochgeschwindigkeitszug, der Lhasa mit verbindet mit dem chinesischen Teil. Und diese Trasse wurde eben auf Permafrost gebaut. Und diese Austauschpipes sind dazu da, dass die Wärme, die Energie abgeführt wird, dass der Permafrost eben nicht auftaut. Noch ein Ort, hier ist die Antarktis zu sehen. Auch hier gibt es Permafrost, teilweise in den eisfreien Gebieten, aber auch teilweise eben auf diesen Gesteinsbrocken, die aus dem Eispanzer hervorschauen. Dies sind extrem kalte Bedingungen. Hier haben wir Fluktuationen von minus 14 bis plus 15 Grad im Jahr. Per Definition aber, wie gesagt, ist der Permafrost temperaturdefiniert. Das heißt, auch hier würden wir Permafrost vorfinden. Dies ist ein Beispiel von den in Inlandantarktika von den Teal Mountains. Ja, Zusammenfassung möchte ich sagen, dass Permafrost finden wir überall auf der Erde. Wir unterscheiden zwischen kontinuierlich, diskontinuierlich und sporadisch. Maximale Ausbreitungen finden wir in Zentral-Jakutien bis zu 1600 Meter tief. Und Permafrost kann potenziell sehr alt sein, bis zu 2,5 Millionen Jahre alt, weil er ein Relikt aus dem Pleistozän ist. Hier nochmal gezeigt das Temperaturprofil im Permafrost rein schematisch, was eben durch die Energiebilanz an der Oberfläche und durch den geothermischen Gradienten gesteuert ist. Hier ist die Jahresmitteltemperatur gezeigt und mit den Maximal- und den Minimaltemperaturen, die diese Fluktuation auch bewirkt. Und warum ist es jetzt so, dass wir in unterschiedlichen Permafrostorten so viele unterschiedliche Temperaturen vorfinden? Das liegt daran, dass unterschiedliche Faktoren den Permafrost-Temperatur steuern. Zum einen ist das Klima, das jetzige Klima, welches aufgrund von seiner Prozesse wie Lufttemperaturen oder auch Schneeauflage die Energiebilanz steuert. Zum anderen ist es die Topografie, zum Beispiel frei geblasene Bergspitzen sind natürlich sehr viel kühler als Zonen, wo viel Schnee akkumuliert wird. Dann ist es das Ausgangsmaterial, also auch hier die Zusammensetzung hat eine wichtige Bedeutung, zum Beispiel wie viele Anteile habe ich an Mineral oder organischer Substanz, weil die Leitfähigkeit bestimmen. Dann die Vegetation, zum Beispiel habe ich mehr Büsche oder habe ich mehr Bäume oder habe ich gar keine Vegetation. Wie erwähnt auch schon die glaziale Geschichte, das heißt die Paläo-Geschichte dieses Gebietes ist auch wichtig für die jetzige Temperatur im Permafrost. Und natürlich der geothermische Wärmefluss, der regional unterschiedlich sein kann. Alle diese Faktoren beschreiben oder führen dazu, dass das Temperaturprofil im Permafrost unterschiedlich ist. Und im Folgenden möchte ich aber noch einmal an einer Transekte zeigen, wie so etwas aussehen könnte in Alaska. Diese Abbildung zeigt die Verteilung von Permafrost in Alaska, von Nordalaska bis vorbei am Polarkreis bis nach Südalaska, da wo auch die Pipeline entlang läuft. Die läuft nämlich genau von hier bis zum Pazifik. Und wenn ich jetzt hier Temperaturen messen würde, würde ich hier die kältesten Temperaturen messen in Prudhoe Bay, aber nicht unbedingt die wärmsten Temperaturen hier unten, weil ich habe hier zum Beispiel auch hohe Lagen, alpine Lagen, auch um Anchorage. Das heißt, ich habe hier eine Verteilung von Permafrost, die abhängig ist aufgrund dieser Faktoren, die ich gerade erwähnt habe. Zum Beispiel Topografie, Gletscher, liegen dort Gletscher oder nicht? Was war meine Vereisungsgeschichte? Welche Vegetation habe ich hier vorliegen? Etc. etc. Allgemein aber ist es so, dass die Permafrost-Ausbreitung natürlich die mächtigste ist hier oben am Rand des Arktischen Ozeans in Prudhoe Bay und dass der Permafrost langsam die Mächtigkeit geringer wird, je weiter südlich ich komme.
Aber ich kann eben Gebiete haben, wo ich zum Beispiel hier Alaska Range, das ist ein Gebirgszug, wo ich auch Permafrost vorliegen habe, der dann mächtiger ausgeprägt ist. Also dies ist eine rein schematische Abbildung, aber es zeigt, dass wir viele Faktoren haben, die die Permafrostmächtigkeit und die Permafrosttemperaturen steuern. So, wie messe ich denn jetzt eigentlich die Permafrosttemperaturen? Auch hier schematisch einfach ein Fieberthermometer gezeigt, was im Permafrost liegt. Genauso machen wir es. Aber das Problem ist, ich muss ja erstmal hier eindringen. Das heißt, wir bohren. Wir haben ein massives Bohrgerät, das in den gefrorenen Boden eindringt. Entweder so Schneckenbohrer oder welche, wo man auch ganze Kerne mit rausziehen kann. Und diese Geräte, hier sieht man zum Beispiel einen von der norwegischen SINTEF-Behörde. Wir haben hier auch so kleinere benzingetriebene Motoren, die man auch dann im Rucksack tragen kann. Es wird ein Loch gebohrt. In dieses Loch wird typischerweise ein Zylinder instrumentiert und da rein kommt dann ein Temperaturkabel. Und je nachdem, wie tief man bohrt, wie erfolgreich man ist, kann das halt 1 Meter sein, es können aber auch 100 Meter sein. Und hier ist ein Beispiel von 2006 gezeigt, wo ich in der Insel im Lena-Delta haben wir eine Temperaturkette installiert in ein Bohrloch, das war 27 Meter tief. Und das war nur 27 Meter tief, aber das Bohrloch hier sieht man und dieser Schlauch hier, es sind 3 Schläuche insgesamt, die haben, ein Schlauch hat die Temperaturkabel, ein weiterer Schlauch hat ein anderes Gerät. Der dritte Schlauch war einfach als Ersatz für ein weiteres Gerät und man sieht, dieses Kabel ist halt 27 Meter lang und wie viele Leute mussten mithelfen, um dieses Temperaturprofil dann schließlich zu bestücken. Daraus bekommt man dann, wenn es erfolgreich gelaufen ist und die Sensoren sind installiert an unterschiedlichen Tiefen im Permafrost, bekommt man dann die Temperaturprofile. Und hier ist das Beispiel gezeigt von dieser 27 Meter tiefen Kette in Sibirien. Und das war ja ungefähr 27 Meter tief. Hier sieht man wieder die Maximaltemperaturen, die Minimaltemperaturen, die mittlere Jahrestemperatur im Vergleich zur 0 Grad Grenze. Und hier sieht man sehr schön, wie weit die Permafrosttemperatur von 0 Grad entfernt ist. Während Spitzbergen, die zweite Zeit, an der wir arbeiten, wenn man hier nur die Tiefe der Kette ist nicht so tief, wir sind nicht so erfolgreich gewesen mit dem Bohren, aber hier sieht man, dass die Temperaturverlauf im Permafrost schon sehr viel näher an 0 Grad ist. Und das ist ein großer Unterschied zwischen dem sogenannten kalten Permafrost und dem warmen Permafrost, welches auch für zukünftige Erwärmung eine große Rolle spielt. Aber ein Hintergrund ist hier auch hier, hat keine Vereisung stattgefunden, beziehungsweise das Klima ist noch sehr viel kälter. Hier Spitzbergen war vereist, da lag also ein riesen Eispanzer drauf und dementsprechend ist der Permafrost auch nicht so gekühlt wie hier in Sibirien. Von hier möchte ich jetzt zeigen, wie die Temperaturen sich in 20 Meter Tiefe seit 2006 an diesem Ort geändert haben. Wir zoomen also hier rein, 2006, an den einen Temperaturfühler in 20 Meter Tiefe. Und schauen uns an, 2006 bis 2018, was hier passiert ist. Und hier liegt die mittlere Temperatur bei 20 Meter ungefähr bei minus 9 Grad. Und was wir sehen, ist hier, dass sie sich im Laufe der Jahre einfach kontinuierlich erwärmt hat. Dies ist einer der Standorte, der sich am stärksten erwärmt hat in den letzten Jahren in der Arktis. Und ich kann tatsächlich noch nicht sagen, warum diese Erwärmung gerade so stark ist an diesem Standort. Der Trend ist aber so, dass in allen Standorten in der Arktis eine Erwärmung zu verzeichnen ist. Also hier einmal gezeigt von einer Transekte in Alaska wieder, wo auch diese Messung in den Bohrlöchern stattgefunden hat. Immer an dieser Stelle zwischen 10 und 20 Metern typischerweise. Und auch hier sieht man im Vergleich zu unserer Messung, also hier bei ungefähr minus 9 vergleichbar diese beiden Standorte, Deadhorse und West Dog genannt. Auch hier findet seit 2004, 2006, das war unser Zeitraum, findet eine kontinuierliche Erwärmung statt. Und die Schöne ist, in Alaska aufgrund der Erdölindustrie gab es hier halt diese Bohrlöcher, die man nutzen konnte zur Instrumentation von den Temperaturfühlern. Und man hat hier also einen sehr schönen langen Rekord. Also seit 1996 sieht man hier, wie die Erwärmung stattfindet in den Bohrlöchern. Weltweit gibt es ein Netzwerk von diesen Messungen in den Bohrlöchern, möchte ich ja auch noch kurz erwähnen. Das heißt das GTNP-Netzwerk, Global Terrestrial Network for Permafrost. Das ist eine Initiative, die diese Temperaturdaten sammelt und in eine Datenbank einspeist.
die kann man auch nutzen und selbst die Daten runterladen und prozessieren. Und hier ist einmal ein Snapshot gezeigt für 2010. Also zum einen zeigen die bunten Dots, wo diese Messungen gemacht werden, auf der Nordhemisphäre. Das ist also ein Netzwerk von Messungen. Und des Weiteren zeigt die Farbe dann, welche Temperaturen, Mitteltemperaturen an dieser Stelle zwischen 10 und 20 Meter vorliegen. Blau kalt und rot über 0 Grad, beziehungsweise die anderen dazwischen. Und unsere Zeit, die Sibirienzeit, die ich gerade gezeigt habe, die liegt hier im blauen Bereich, minus 5 bis minus 10. Aber wir sehen auch, dass diese Verbreitung von der Temperatur nicht rein zonal begründet ist, sonst hätte man ja einen klaren Gradienten hier von rot nach pink und das sehen wir hier nicht. Also es gibt sehr viele weitere Faktoren, die ich erwähnt habe, die die Permafrosttemperaturen beeinflussen. Dieses Netzwerk ist etabliert und diese Daten wurden auch wieder genommen, um die Temperaturtrends der letzten Jahre zu berechnen in einer neuen Publikation, also ein Update zu den 2010er. Und nochmal hier gezeigt sind wieder die Daten, es zeigt die Gradengrundlage, also jedem von diesen Punkten gibt es ein Bohrloch. Und hier ist jetzt die Temperatur nochmal gezeigt zwischen 2014 und 2016. Die mittleren Temperaturen. Ich führe noch einmal zu unseren Sibirien-Temperaturen. Das sind diese hier, also noch eher kühler Permafrost. Der war ja minus 9 Grad, circa minus 9 Grad. Auf der rechten Abbildung hier sehen wir die Temperaturänderung pro Dekade. Und das Bild hier ist unterschieden zwischen die Temperaturenabnahmen, also eher blau, beziehungsweise starke Temperaturerwärmungstrends mit Orange bis Rot. In meisten Gegenden gibt es eine Temperaturzunahme, inklusive unseres Standorts im zentralen Lena-Delta, den ich gerade gezeigt habe, diesen roten Punkt hier, wo die Temperatur stark angestiegen ist. Aber es gibt auch Gegenden, wo entweder kaum eine Änderung passiert ist, beziehungsweise auch, wo der Trend rückläufig ist, wie zum Beispiel hier in Ostkanada. Sehr interessant, warum diese Änderungen nicht gleich sind überall. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass die Faktoren, die den Permafrost bestimmen, unterschiedlich sind. Und ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel die Schneehöhe. Okay, das sind die Änderungen der Permafrosttemperaturen. Eine weitere Messung, die stattfindet, um die Änderungen zu detektieren, ist die Messung der oberflächennahen Auftauschschicht. Dazu habe ich noch ein paar Bilder. Diese Bilder kommen jetzt wieder aus Sibirien und zeigen, wie man diese Auftauschschicht messen kann. Also ich muss mir vorstellen, ich buddel ein Loch oder ich nehme hier so einen Presslufthammer, einen Mini-Presslufthammer und ich erreiche irgendwann die Permafrost-Tafel, also die Obergrenze von Permafrost und das ist so hart, dass es wie Zement ist. Ich komme da nicht rein. Deshalb kann ich nur mit so schwerem Gerät weiter rein, wenn ich in den Permafrost eindringen will. Hier ist gezeigt, wie so ein Profil aussieht, wenn ich so ein schweres Bohrgerät habe. Also hier oben ist die Oberfläche mit Vegetation und hier haben wir ungefähr einen Meter mit diesem schweren Bohrhammer reingehauen. Aber die Grenze zu der Auftauschschicht ist ungefähr hier. Also hier ist die Änderung vom aufgetauten Boden zu gefrorenem Boden. Hier ist es zementähnlich, wo ich diesen schweren Bohrhammer brauche. Und die Messung findet typischerweise, diese Auftautiefe findet mit sehr simplen Methoden statt. Nämlich einfach mit einem Messstab, den ich reinstecke, einen Metallstab. Dann kann ich nämlich nur bis hier vordringen und komme nicht weiter, weil das so verhärtet ist. Das sind sehr simple Messungen, werden aber weltweit durchgeführt. Hier nochmal ein Beispiel von unserem Messgrid in Sibirien. Molo hat diesen Messstab, das ist einfach eine Eisenmessstange und die wird reingerammt und dann wird die Auftautiefe so bestimmt. Sehr einfache Messung, aber sehr effektiv zur Bestimmung dieser Auftauzone und die Änderung über die Jahre. Zusammenfassen möchte ich sagen, dass Permafrost ein wichtiges Ökosystem ist. Wir stehen mit ihm in Verbindung über den globalen Kohlenstoffaustausch, also potenziell setzen wir Kohlenstoff frei, indem wir ihn weiter auftauen. Und natürlich ist er auch ein sehr wertvolles Ökosystem, welches eine vielfältige Reichhaltigkeit von Flora und Fauna hat. Zum Beispiel die Zugvögel, die in diesen Feuchtgebieten nisten,
sind auch hier, gerade hier haben sie ihre Oasen, bevor sie dann weiter zu uns nach Süden ziehen.